Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Dropper-Training Videolog. Wir haben mal miteinander gesprochen, ja, die blaue Mauer und ich, wir reden auch mal miteinander. Und gerade in Zeiten, wo er nicht trainieren kann, weil sich das ganz einfach so hinzieht, reden wir viel über Torwartspiel und auch Torwartsachen. Da kommen dann so Sachen auf, hast du gesehen, Gulaschi im DFB-Pokal, dieses, jenes, oder hast du gesehen, Jan Sommer bei dem, der in der Aktion. Und dann schaut man sich jedenfalls auf YouTube mal irgendwelche Videos an und ja, genau. Und weil wir bei dem Stichwort sind, da schaut man sich irgendwelche Videos an, müssen wir immer sagen, schaut man sich mal Torleute an. Nein, Situationsanalysen zu irgendwelchen Videos ist da weniger im Moment so die Sache, sondern es geht ganz einfach schlichtweg darum, wie manche Torleute auf den Platz gehen. Da fragt man sich ganz ehrlich, ist das ein Torwart oder ist das ein Model? Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal bei torwart.de in meinem Blog geschrieben. Da gibt es dann solche Sachen, wo ich gesagt habe, irgendwie, das hat was mit Posing zu tun. Also sprich, man trägt dann da die grünen Krokodilschuhe von einer bestimmten Sportmarke, passend dazu die entsprechend farbig grün passenden Stutzen im Reptilmuster, dazu das neue reptilgemusterte Trikot eines besonderen Herstellers mit der entsprechend passenden Hose, weil man ja natürlich dann die Stutzen bis an den Oberschenkel auch hochziehen muss, gibt es die nur in einer besonderen Ausführung, also hat man eine Unterziehhose passend in der Farbkombination, dass das auch wirklich alles passt, 3 Tonnen Gel in den Haaren, schön zurückgegelt das Ganze, damit die Stromlinie stimmt und dann natürlich die giftgrünen, absolut zum Reptil-Look passenden Spezialmarke Octopus 8.0 mit dem Sonderhaftschaum im Extra-Profi-Outfit für 300 Ocken. Und so geht der Typ auf den Platz und hält nix. Ja, das ist manchmal ganz schön nervig. Fragst du mich als Torwarttrainer, hey, was hältst du von den und den Handschuhen? Sag ich, du hältst den Ball damit, nicht mit den Handschuhen. Ich war schwer beeindruckt 2008, als ich auf dem Torwarttrainer-Basiskurs war. Damals hieß das nicht Basiskurs, sondern das war, damals gab es noch gar keine Torwarttrainerkurse, sondern jeder hat irgendwie so vor sich hingepölt. Also sprich, man hat Bälle hingelegt, dann hat man den Torwart da kaputt gemacht und dann war man Torwarttrainer. Das ist schon so in Ordnung. Da gab es dann auch ganz merkwürdige Thesen. Keiner hat in die Regeln geguckt oder dergleichen. Da gab es dann noch diese Sachen, zieh das Knie an, rammst dem in die Seite rein, das ist ein Selbstschutz. Der Fünfer ist Torwartraum, da kann ja nichts passieren und überhaupt, da gibt es immer Freistoß für den Torwart und lauter solche Mythen und Sachen waren da. Also es war die ganz, ganz wilde Zeit. Man war auf dem Torwarttrainerkurs damals und Volker Pikarski noch in Grünberg auf dem heiligen Grün vor der Multifunktionshalle. Wirklich auf dem heiligen Grün. Und Torwarttrainer war Kurt Kovacs. Kurt Kovacs ist vielleicht dem einen oder anderen im Begriff, denn der junge Mann hat schließlich die Weltmeistermannschaft begleitet, der U21, die damals mit Manuel Neuer, heute hört, einem jungen aufstrebenden Torwart damals, die Sache da geholt haben. Und Kurt Kovacs ist beim DFB dabei gewesen und hat sich um die Torleute, die bei dieser Mannschaft dabei waren, gekümmert. Er war also nicht unbedingt jetzt jemand Unbedarftes, was Torwarttraining anging, sondern auch der DFB hat sich gedacht, ja, der war gar nicht so schlecht. Er war übrigens die Nummer 2 hinter Andreas Köpke bei Nürnberg und es gibt auch Trainingsvideos von ihm, da war er noch jung, steil und schnittisch. Heute ist er nur noch steil und schnittisch. Hallo Kurt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt von ihm, als er sich ins Tor gestellt hat und hat dann auch gesagt, wie er ganz gerne bestimmte Sachen gerne hätte. Und da hat man ihm so ein paar Bälle dann so draufgeschossen und er hat bei dem einen dann mal so gefrotzelt, sag mal, könnt ihr auch festschießen? Und das hat sich natürlich so der ein oder andere Kreisliga, sag mal, Torwart oder Trainer da überhaupt nicht nehmen lassen und hat versucht, ihm da so einen richtig vor den Latz zu schwarten. Also da sind dann die Dinge angeflogen gekommen und Kurt Kovacs
kein Stück Handschuh an. Null, nothing. Während des ganzen Lehrgangs hat er gesagt, wozu? Ihr fangt die Bälle mit den Händen, nicht mit dem Material. Mir ist das vollkommen egal, was für ein Material ihr tragt. Ihr fangt den Ball mit den Händen. Und das war so eine Sache, das hat sich bei mir so schwer eingeprägt, wie er da einfach so ganz locker diese Dinger da einfach festgehalten hat mit einem ganz satten Schwung. Und dann war der Ball einfach in den Händen drin. Das war wie, als hätte der so Saugnäpfe an den Händen. Es war faszinierend. Ja, und heute siehst du dann Torleute, die dann da stehen, der Handschuh ist ein bisschen hier dreckig und ein bisschen da dreckig und sofort können sie keinen Ball festhalten und dann so, oh, die Handschuhe sind ja schon 6 Monate alt. Hältst du den Ball mit den Handschuhen oder mit? Und das zieht sich so meiner Erfahrung nach durch so die Bank der Torleute hinweg. Also die glauben dann auch, dass zum Beispiel der Profi, der hat irgendetwas Besonderes und scheinbar sind die Dinge vorher mit Sekundenkleber irgendwie dann da bestrichen, damit man da die Bälle dann auch wirklich, die dann da mit 300 Stundenkilometer aufs Tor mindestens geflogen kommen, dann auch festhalten kann. Ja. Also es gibt nur ganz wenige, es gibt nur ganz wenige Bundesliga-Fußballer, die überhaupt in der Lage sind, einen Ball über 100 km/h wirklich immer in jeder Situation zu beschleunigen. Also es gibt genügend, die schaffen das aufgrund ihrer guten Technik und dergleichen, den Ball beim freien Schuss aufs Tor mit über 120 dahin zu jagen. Die Frage ist dann, zweitens, stimmt die Präzision und drittens, kriegt ihr das immer hin? Und das ist dann einfach der Punkt, wo man dann sagt, erstens, ja, die schaffen das. Zweitens, nein, die Präzision haben die gar nicht. Und drittens, immer geht auch nicht, sondern da muss wirklich alles zusammenkommen. Und jenseits der 120 km/h ist es dann auch schon physikalisch schwierig, aus dem einfachen Grund, der Ball ist jetzt nicht eine aerodynamische Wunderkugel, die da einfach durch die Luft schlüpft. Nein, sondern das Ding ist ganz einfach ein aerodynamisches, wenn wir sagen, es ist einfach schlecht, eine Kugel ist aerodynamisch furchtbar schlecht. Ja, und deswegen hat man hinter dem Ball immer dann auch so wunderbare Luftwirbel und dergleichen, die dieses Ding dann zum Teil bei hohen Geschwindigkeiten, bei bestimmten Drehzahlen, Fußhaltung und dergleichen, dann einfach zu einem wabbeligen, wobbeligen, furchtbaren Geschoss werden lassen. Also nein, es ist also nicht so, dass ein Bundesliga-Torwart jetzt unbedingt einen ganz, ganz besonderen Handschuh braucht, weil die Dinger da eben mit Lichtgeschwindigkeit auf sein Tor kommen und er mit diesen Handschuhen ins Paralleluniversum greifen muss, um einen Ball festzuhalten. Nein, das ist nicht so. Und deswegen bringt es euch auch nichts, wenn ihr da irgendeinen Spezial-Ultra-Profi-Handschuh kauft. Das ist für die Hersteller sehr interessant, denn die Hersteller wollen ja schließlich was verkaufen. Ne? Wenn ihr anfangt, die Hände zu trainieren, dann wird es wahrscheinlich auch besser mit irgendwelchen, ne? Aber lassen wir mal außen vor, wir hatten dazu ja schon mal ein Video auf dem Kanal, da sind wir ausgelacht worden für. Wir werden ja bei vielen Dingen ausgelacht. Solltet ihr vielleicht aber mal überlegen, ob da nicht ein gewisser Sinn dahinter steckt, weil vieles, was wir machen, soll ja zum Denken, zur Diskussion anregen. Und wenn ihr als Torwarttrainer das ablehnt und sagt, hey, so einen Scheiß machen wir nicht, alles klar, ist eure Entscheidung. Kritisiert euch auch keiner dafür. Nur dann habt ihr halt diese Typen, die im Reptil-Look mit den Ultra-Octopus-Handschuhen auf dem Platz stehen und dann, wenn das Ding irgendwo einen Fleck hat, oh Gott, ich habe gar nicht mehr den richtigen Grip. Ja, dann habt ihr euch was rangezogen? Richtig, die allerbesten Poser. Ja, die auf dem Platz stehen und eigentlich nur eine Figur darstellen, im Tor stehen und hier auf den dicken Profitorwart machen, aber außer Zahnbelag halt auch nichts drauf haben. Euer Job als Torwarttrainer, ihr müsst denen beibringen, dass die was drauf haben. Und nicht, dass die da rumlaufen sollen wie das dickste Model. Ja, und dann sind natürlich da die Torwarttrainer. Ja, wir gehören zum Glück da nicht dazu. Aber der Punkt an der Stelle ist ganz einfach, da geht es dann auch los. Da lässt sich bestimmtes dann nicht mehr so gut verkaufen, weil man muss sich ja von dem da abgrenzen zu dem da, dass man in der Mitte eine Daseinsberechtigung hat. Also, was bleibt? Klar, das eigene Material. Nun hat der das auch und der da auch. Ja, was machen wir denn da? Ja, unser Material muss natürlich besser sein.
Also gibt es dann bei uns die grünen Reptil-Look Octopus 9.0 mit dem Hyper-Spezialhaftschaum und nur mit diesen Handschuhen kannst du einen Ball festhalten. Das gipfelt so weit, dass es dann Torwarttrainer wirklich gibt, ohne diese Torwarttrainer zu kritisieren, die in den Videos dann sogar bei bestimmten Flutschbällen dann nicht die Handhaltung korrigieren, sondern dann sagen, hast du keine Handschuhe von Bertram Meyer, kannst du keine Bälle festhalten. Nur mit Bertram Meyer kannst du Bälle festhalten, weil die einen Ausrüstervertrag mit diesem Bertram Meyer haben. Why? Das ist vollkommener Blödsinn. Hast du die Hände nicht richtig, hältst du keinen Ball fest. Da kannst du Handschuhe von jenen, was weiß ich, Kratos, Gigantos, Octopusos, whatever, kannst du tragen und du wirst keinen Ball festhalten. Du wirst keinen Ball festhalten. Und es gibt genügend Blooper-Videos auf YouTube, wo ihr Profifußballer seht, die wirklich nun mal Ausrüsterverträge haben mit genau den Handschuhen, wie die sich vorstellen, wo das Ding flupp. Ich mach's nochmal. Flupp. Richtig. Don Flutschfinger. Mach vom Allerfeinsten. Zack, ist das Ding durch. Ja, das passiert, wenn du Seife an den Fingern hast. Also deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr Gefühl da reinkriegt und hier diese Sache. Wie ihr ausseht als Torwart. Du meine Güte, das interessiert mich als Torwarttrainer wirklich am allerletzten. Ob du Schuhe trägst von der Marke oder ob du ein Trikot von der Marke hast, ob deine Handschuhe mit 4 mm super Spezialhaftschaum versehen sind oder da ein exakt Klebergrip 7 Punkt noch irgendwas mit Neopren und Klima, das ist mir vollkommen Latte. Ich knall dir das Ding dahin und wenn du es mit dem oder dem nicht festhalten kannst, dann ist mir das sowas von Wurst. Du gehst in den Laden, du kaufst dir deine Handschuhe als Torwart, weil sie dir passen. Du musst da drin ein gutes Gefühl haben. Du musst dich da drin wohlfühlen. Und nicht, weil irgendjemand gesagt hat, dass der Handschuh toll ist, kaufst du dir das Ding. Ja, super. Guck dir Autos an. Da hast du die Marke, da hast du die Marke, hast die Marke, hast die Marke und jede Marke glaubt, sie ist die beste. Ja, wenn es wirklich eine Marke gibt, die beste wäre, dann würde man auf dem ganzen Markt nichts anderes mehr sehen. Jetzt gehst du auf die Straße, stellst dich hin. Oh, da fährt der vorbei, da fährt der vorbei, da fährt der vorbei, da fährt der vorbei. Ha, ist gar nicht so, dass da eine Marke dominiert. Nee, die Leute entscheiden ganz anders. Einer hat kein Geld, ja, der kauft dann eben die Marke. Der andere, der will angeben, der kauft dann eben sowas. Und dann gibt es wieder die, die meinen, sie wollen angeben, haben aber hier nichts drauf, die fahren dann wieder was anderes. Aber dann machen sie aber alle, richtig, die fahren alle Auto. Ja, du wirst lachen, die fahren alle Auto. Das heißt, die steigen da ein und steigen da aus. Ja, das Ding macht nichts anderes. Ob da nun ein Sonderspezialradio drin ist oder ein Schalthebel, der dann auch noch beim Schalten vom dritten in den vierten Gang besonders vibriert in der Stadt, das ist vollkommen irrelevant. Es ist auch vollkommen irrelevant, dass bei 120 sich automatisch die Vibrationsfunktion einsetzt, damit du auch schön entspannt den Rücken massiert bekommst. Alles Stuss, alles Quatsch, braucht keine Sau. Weil hier einsteigen, da aussteigen, macht eigentlich jedes Auto. Da gibt es kaum Unterschiede. Vielleicht muss man bei dem etwas mehr den Kopf anstrengen als bei dem. Aber letztendlich ist halt so. Sonst gibt es auch keine Tuner-Szene. Und da sind wir wieder bei dieser Sache mit den Torleuten. Ne? Wenn dann so die Torwarttrainer in die Tuner-Szene einsteigen und dann meinen, sie müssen ein eigenes Material haben. Das ist doch nichts anderes. Oder ein Torwart, der dann irgendwo im Internet in Indien oder Pakistan, Afghanistan oder sonst irgendwo, Huang, China, sich einen Torwarthandschuh bestellt. Nur weil er meint, er muss etwas Besonderes haben, was ihn von den anderen abhebt. Wisst ihr, was Besonderes wäre, wenn ihr euch von den anderen abhebt, indem ihr einen richtigen Ball haltet? Wenn ihr da unten in die Ecke kommt, wenn aus 16 Meter euch der Typ das Ding neben den Pfosten nagelt und ihr da runterkommt und ihr mit den Fingerspitzen um den Pfosten drumherum dreht, dann schiebt ihr Eindruck. Dann habt ihr eine Killersache. Oder wenn ihr im 1 gegen 1 Blöcke stellt, dass der Stürmer da am liebsten
von euch ein Toupet kaufen möchte. Denn das wäre vielleicht das nächste Einstiegsding, weil wenn ihr den Stürmer dazu bringt, dass er sich die Haare vom Kopf rauft, weil er bei euch kein Tor mehr macht, solltet ihr nicht in die Handschuhszene einsteigen, sondern in die Toupet-Geschäft, weil da braucht der Stürmer dann. Das könntet ihr dann eher verkaufen, wie irgendwo irgendwelche Handschuhe. Ja, und deswegen guckst du Videos auf YouTube, da geht's dann los. Hier, guck mal, der neue Super von der und der Firma und boah, und was der alles hat. Hält der Ball automatisch? Nein, tut er nicht. Gut, wozu habe ich dann anstelle 4 mm, 5 mm? Ja, wenn einer mit 120 auf dein Tor schießt, wenn einer mit 120... Hallo, das ist hier B-Jugend. Ja, und dann gehst du auf den Sportplatz in einer entsprechend großen Liga, Regionalliga, Bundesliga oder dergleichen, Junioren, und guckst dir an, was da auf den Platz gewackelt kommt. Alter Falter, echt, da läuft einer ein, der sieht aus wie geleckt, damit ja bloß jetzt, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, nirgendwo ein Fleck zu sehen ist. Und dann klar, immer schön hier so die Handschuhe ins Bild, damit man auch ja das Logo sieht. Ich hab neue Handschuhe, guck mal. Meine Fresse. Und dann dazu, wie gesagt, der und der, die dann auch noch sagen, das ist total falsch, weil nur von der Marke kannst du Handschuhe kaufen, weil die sind besser. What? Seid ihr Torwarttrainer oder seid ihr Verkäufer? Da gibt's dann Torwarttrainer, die dann wirklich Bilder ins Internet stellen, wo sie, sagen wir mal, über eine 30 cm Hürde hechten und dann behaupten, mit dem Handschuh, nur damit geht das. Und du stehst da als Torwarttrainer und denkst dir so. Wie hoch oder wie weit ein Torwart springt, hat etwas mit Training zu tun und nicht mit dem Material, was der trägt. Es gibt noch keinen Schuh da unten, der irgendwie eine Besonderheit hatte. Es gab mal einen, der war wirklich in der Richtung, hatte der ein Feature, das war gar nicht schlecht ausgedacht, aber zu wenige Sportler haben das getragen und die großen Firmen haben das auch überhaupt nicht übernommen. Warum? Weil der Markt einfach zu klein dafür war. Das hat wirklich etwas gebracht, das war auch wirklich gut, weil da steckte Hirn dahinter. Aber der Punkt an der Stelle ist, verkaufst du nichts, geht's vom Markt und dann war's das, auch wenn die Idee gut war. Bei den Handschuhen ist es merkwürdigerweise total anders. Jeder kauft diesen Kack. Das ist so nach dem Motto, komm zu mir und kauf den Scheiß. Und jeder so, hier, nimm mein Geld, komm, gib mir. Da gibt es Torleute, die haben wirklich sonntags 8 verschiedene Paar Handschuhe in der Tasche. Die gehen raus, oh, der Kunstrasen hier, der hat aber langes Floh und ist mit Kork versetzt. Der ist sehr weich, da muss ich einen anderen Belag spielen. Und dann wird ein anderer Handschuh aus dem Ding rausgeholt und wird beim Warmmachen ausprobiert. Da fragst du dich ganz ehrlich, Entschuldigung, du kannst nicht mal einen Abdruck flach und jetzt willst du mir erzählen, dass du hier einen besonderen Handschuh brauchst? Wofür? Halt mal Bälle! Ja, und die Torwarttrainer, was machen die? Die bekräftigen natürlich ihre Lackaffen. Denn nichts anderes sind da viele davon. Weil die laufen dann wirklich auf dem Platz auf und die haben ein Styling-Geschäft, wo du dich fragst, Entschuldigung, geht's gerade da draußen auf dem Catwalk? Sind da gerade die Leute vom Kicker oder dergleichen, die den bestaussehendsten Torwart der Liga prämieren? Oder warum stylst du dich so auf? Wirklich, das ist so eine Sache, da wird dann sogar das Haarband in der Farbe passend zum Trikot gewählt. Da geht es nicht um irgendeinen Standard. Als ich in der Kreisliga da so zugeguckt habe, da waren zum Teil Torleute dabei, die haben sich einen Kopf drum gemacht,
weil der Schiedsrichter denen sagte, der kann sein gelbes Trikot nicht anziehen, weil der Gegner ein gelbes Trikot hat und er möchte jetzt bitte was anderes anziehen. Da sind die bald gestorben, weil ihre ganze Kombi damit zerstört wurde und sie keine zweite Kombi dabei hatten, die jetzt für diesen Spieltag ausgesucht ist und vor allem die Handschuhe dann nicht dazu gepasst haben. Da sind nicht nur Krokodilstränen geflossen, sondern die haben wirklich danach, eigentlich konntest du die in die Tonne treten. Eigentlich konntest du die vollkommen in die Tonne treten. Die waren mental vollkommen fertig. Also demzufolge, wenn ihr auf dem Platz als Torwarttrainer vielleicht dann auch irgendwann mal steht und ihr seht, dass da drüben so ein Affe rumläuft. Ja, wenn ihr die Option habt, dann sagt das eurem Torwart. Ja, dann soll der bitte schön mal das gleiche Trikot anziehen, zum Schiedsrichter gehen und dem sagen, ja, der darf nicht so rumlaufen. Denn das steht im Regelheft so. Und dann zerstört ihr dem da drüben die Kombi. Wenn der das mental nicht auf die Kette kriegt, habt ihr eben gerade eine der wichtigsten Positionen demontiert. Mit einem einfachen Ding, dass der nicht damit klarkommt, dass da jetzt auf einmal er andere Handschuhe oder ein anderes Trikot tragen muss, weil seine Kombi sonst zerstört ist. Ich fass es nicht. Poser, wirklich, das hat nur was damit zu tun mit Posing. Das geht dann auch los, dass dann einige dieser Fliegenfänger wirklich dann dazu in der Lage sind, bei jedem Ball eine Parade dahin zu legen, dass du nicht glaubst, Alter, wenn er jetzt noch sauber fallen könnte, würde er sich noch nicht mal richtig wehtun, dann könnte er das noch besser machen. Sowas. Oder dann einfach nur feststellst, die übertreiben dann zum Teil auch bei diesen Sachen. Und dann kommen einfache Sachen, wie ein 1 gegen 1, und anstelle in den Block sich zu stellen, einfach zu sagen, hier bin ich und hier bleibe ich, machen die dann irgendeine Aktion. Hauptsache, es sieht nach irgendwas aus. Da springen sie da ein, wie, was weiß ich hier, der Bittner beim 7-Meter-Schießen. Hier mit dem dicken Hampelmann und ich mache mich breit, ich sehe aus wie Jesus, fehlt nur noch der Bart. Nein. Torwarttrainer sehen das. Du hast nichts drauf, außer Zahnbelag. Und dann machst du so einen Käse. Draußen der Vorstand sagt dann, oh, der hat ja nochmal alles probiert. Was hat der denn probiert? Der hat überhaupt nichts probiert. Der hat einfach irgendwas gemacht, weil er dafür überhaupt kein Programm hat. Dem geht's gar nicht darum. Dann kommt ein Ball und an die Querlatte dran. Anstelle, dass der hochspringt, das Ding mit beiden Händen locker pflückt. Nein, da wird er dann im Übergreifen rückwärts über die Querlatte geditscht und dann auf dem Boden teamwiesemäßig 38 Mal abgerollt und dann vielleicht noch dann ein bisschen der Dreck weggemacht und dann wird angefangen, schon jetzt hier für den Eckball zu stellen. Was für ein Schwachfug. Was für ein Schwachfug. Und die Torwarttrainer, anstelle, dass die dem dann mal den Zahn ziehen und sagen, hör mal zu, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, feiern die sowas auch noch. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ja, wenn dann ein Torwarttrainer zu mir kommt und sagt, hör zu, da hat er aber, denke ich mir dann auch, ja, nee, ist klar. Mal so eine Situation aus dem Leben der Blauen Mauer. Spiel. Es ist eine Freistoßsituation. Der Ball senkt sich so, ich würde sagen, vielleicht so 30 cm in das Kreuzeck unter die Querlatte. Blaue Mauer, Doppelauftakt, übergreifend, das Ding da rausgeholt. So, nach dem Spiel kommt ein Torwarttrainer einer Junioren-Bundesliga-Mannschaft auf ihn zu und sagt zu ihm, na, da hast du aber jetzt einen rausgeholt, ne? Den hättest du doch auch mit zwei Schritten und dann so fangen können. Und ich habe nur da gestanden, habe mir die zwei Vögel angeguckt, die er da dabei hatte. Dann habe ich mir dann nur gedacht, klar, wenn einer von deinen zwei das Ganze im Spiel gemacht hätte, hättest du nicht nur applaudiert, da hättest du dich sogar gefreut und hättest dir dicke Brust gemacht. Aber der fast einen Kopf kleiner ist wie deine zwei und nicht mal diese Liga hat, den kritisierst du jetzt, dass er irgendwas besser machen soll, anstelle, dass du da mal ein Lob raushaust, weil er eine komplizierte Technik gemacht hat. Und na klar, man kann da vielleicht dann sagen, jo, hättest du mal. Aber wenn du in dem Spiel als, sagen wir mal, vermeintlicher Abstiegskandidat unter Druck stehst gegen einen vermeintlichen Aufstiegskandidaten und dir da ein Ding dahin geleiert wird,
dann ist das für dich als Torwart so eine Sache, wo du die Nummer sicher wählst, wo du auf keinen Fall dann vielleicht mit dem Ding, weil du das probiert hast, auch noch rückwärts ins Tor fällst. Ne? Dann holst du dir nämlich das Ding ab und der Trainer da draußen, der rasiert dich, aber ohne Shampoo. Ich schwöre dir, mit einem stumpfrostigen Rasierer hier am Sack. Schniedel hochgehalten und ist das Ding mit weg. Kann ich dir schwören, wenn du so ein Ding machst. Machst du aber dann sowas und holst den da oben wirklich auch raus, weil du dir sicher bist, dass du das so schaffst. Was hast du dann gemacht? Richtig, alles richtig. Und dann bist du auch kein Poser. Warum? Weil du es ja nicht immer machst, sondern du machst es nur dann, wenn du in deiner Entscheidung sicher bist. Aber ein Poser, was macht der? Richtig, da kommt der Ball einen Meter neben den und dann macht er so ein Ding. Da kommt ein Ball in der Höhe und sofort einen Schritt nach links und dann geht's nach rechts mit vollem Abdruck und dreimal Abdruck. Genau, das ist der Unterschied. Du machst es, damit du so eine Parade machen musst und nicht, weil du vielleicht das brauchst. Und deswegen würde ich mir bei vielen Torwarttrainern da vielleicht auch mal wünschen, dass die bei ihren eigenen vielleicht auch mal mit dem Besen vor der Tür kehren. Denn wenn ich die dann sehe, mit welchen Handschuhen die dann zum Teil auf den Platz kommen und wie die ihrem Torwarttrainer beim Warmmachen dann die Ohren voll heulen, weil die Handschuhe keinen Grip mehr haben, schon nach 5-mal Training und überhaupt und all drum und dran und die nicht mal einen Ball geradeaus festhalten können. Ja, liebe Torleute, denkt daran, es ist ein Rasensport. Der Rasen könnte schmierig und nass sein und dieser ober-ultrateure Haftschaum könnte demzufolge auch schmierig werden. Das liegt dann nicht am Haftschaum, das liegt auch nicht an den 200 Euro teuren Handschuhen. Das liegt ganz einfach an den Bedingungen. Und wenn ihr dann nicht in der Lage seid, mit diesen Dingen, die sich Hände und Finger nennen, das zu kompensieren, ja, was soll die Technik machen? Die Handschuhe sind nicht dafür da, euer Unvermögen zu kompensieren. Warum tragen Bundesliga-Torleute eigentlich solche teuren Handschuhe? Ja, ist ganz einfach. Die haben die entsprechende Technik, die haben die entsprechende Ausbildung, müssen das ewigst trainieren und dieses letzte Mühe vielleicht, dieses ganz letzte Mühe um einen Ball, der dann vielleicht bei nackischen Fingern nicht gehalten wird, wird mit dem letzten Stückchen Reibung an der Fingerspitze dieses super Haftschaums dann doch noch gehalten. Dafür ist das da. Und nicht, dass man den Ball ganz standardmäßig hält. Da kannst du jeden x-beliebigen Bundesliga-Torwart nehmen, der ziehst du die Handschuhe aus und dann ein paar Bälle vor die Brust, die fängt er ganz locker mit den Händen. Ganz locker, da braucht er keine Handschuhe für. Null, nix. Die braucht er dafür gar nicht. Warum? Weil er das kann. Weil er das wirklich kann. Und ihr glaubt immer noch, dass die Torleute diese Handschuhe tragen, weil die sonst keinen Ball festhalten. Ja, ich sag's euch, wenn ihr mit den Händen nicht umgehen könnt, dann ist das so. Und ihr als Torwarttrainer, ihr seid dafür verantwortlich, dass das da funktioniert. Dass Bälle mit den Händen festgehalten werden. Und unterstützt doch nicht diese Kacke dann auch noch, dass dann da irgendjemand irgendwo da rumläuft und in einer Ultra-Kombi dann da aufläuft und am besten sich auch noch auf Facebook, Instagram, Snapchat oder was weiß ich was in seiner Kombi präsentiert und sich bewerten lässt. Du wirst als Torwart wegen Leistung bewertet und nicht wegen deinem Aussehen. Es ist vollkommen Latte, wie du bei einer 5-0-Klatsche ausgesehen hast. Da kannst du die teuerste Kombi gehabt haben, wie du wolltest. Es hat dich kein Stück besser gemacht. Du hast 5 Dinger gekriegt. Du kannst die Klamotten aus dem Altpapier getragen haben, wenn du danach im Derby das 2-1 für deine Mannschaft festgehalten hast und damit als Derby-Sieger aus dem Ding rausgehst, dann hast du was erreicht. Aber nicht, weil du eine geile Kombi trägst. Und alle Torwarttrainer, es ist vollkommen Latte, welches Material. Ihr könnt's verkaufen, na klar. Aber macht euch das irgendwie besser? Macht das irgendwas aus? Okay, es bringt euch vielleicht ein bisschen Geld, ja, das verstehe ich. Euer Ding. Aber dann macht doch nicht so, als wäre dieses Material das einzig gute und beste Material auf dem Markt, welches allen anderen Materialien überlegen ist. Ey, es ist ein Fußballsport, es ist keine Religion. Und nicht du
bist jetzt Jesus, weil du einen ganz besonders tollen Handschuh von irgendeiner Firma XY verkaufst. Nein. 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 Deswegen denkt da einfach bitte dran. Zieht euch entsprechend an, aber vergesst nicht, Bälle werden mit den Händen gehalten. Es ist Wurst egal, wie ihr ausseht. Es ist Wurst egal, welche Handschuhe ihr tragt. Ihr als Torwart müsst damit zurechtkommen. Und ihr als Torwarttrainer solltet dieser Sache keinen Vorschub geben. Denn ihr züchtet was heran? Richtig, Poser und Lackaffen, die nichts drauf haben, außer teures Material anzuziehen. Sensationell.